Ja, liche meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Mother 3. Das erste Mal habe ich jetzt ein bisschen gelevelt. So, nur mal ein bisschen. Ich weiß, ich habe nicht richtig gelevelt, sondern ich habe mir einfach das Inventar mit Dörrfleisch ein bisschen zugekleistert. Zwei, drei Stück. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich die Eclairs farben musste. Entschuldigung, ich habe mir die Seilschlange geholt. Und ja, diese Schlange scheint eine gute Alternative für ein Seil zu sein. Und ja, das habt ihr nicht viel verpasst. Hat einfach nur gesagt, ja, Seilschlange ist toll, ist da ein Eclair ausgeben, dann bitteschön. So, und wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Wir gucken, was hier noch so alles rumläuft. Eine Spinne und der Kollege greifen plötzlich an. Hier stimmt mal das Dingens. Der Artikel. Ja, sehr gut. Okay. Das hier nicht allzu viel aus. Schoss Fäden aus den Hintern. Oh, ja, natürlich, jetzt klappt es auf einmal, ist klar. Aber. Aber. Geht doch. Was? Och nee. Ernsthaft? Das ist mir noch nie passiert. Das fällt schon wieder in die heiße Quelle, wenn es jetzt so weitergeht. Geht doch. Meine Fresse, Alter. 60 EP. Na gut, was haben wir denn hier? Fand die Kampfmemo. Ah ja. Funktioniert die auch? Ich habe keine Ahnung. Eine Liste aller bisher getroffenen Monster. Lässt dich nochmal gegen sie kämpfen. Naja, okay. Und ich finde es gut, dass das inzwischen auch besetzt ist. Dementsprechend. Ah, lasst uns mal ein bisschen lesen. Maulwurfskrille. Freund oder Feind? Sogar getreten und ohne Geld bleibt dieser mächtige Käfer optimistisch. Herr Fledi, eine Fledermaus, die im Sonnenschein weit haust. Es liebt Zweideutigkeiten und tendiert dazu, labbrig zu sein. Kartoffelmonster. Genauso hoffnungslos, umarmt zu werden wie süß und köstlich. Zieht es vor, so lange wie möglich im Boden zu gedeihen. Vollfliege. Dieses Monster ist ein kleiner Käfer, fusioniert mit einem billigen Feuerzeug. Es ist zu Einmalgebrauch verurteilt. Fliegende Maus. Die sochenden Flügel auf seinem Rücken wurden wahrscheinlich von einem gigantischen Insekt transplantiert. Was? Ich wollte doch gar nicht herum. Egal. Bissige Schlange. Verglichen mit Schlangen, die ständig beißen, beißt es nicht oft. Beißt sie nicht oft. Aber sie kann schon beißen, also sei trotzdem vorsichtig. Backkartoffelmonster. Süß, kochend heiß und lecker als eine geröstete Kastanie, aber dennoch ein Monster. Etwas Butter würde zu ihm passen. Boshafter Maulwurf. Ein hinterhältiger Schelm. In einigen Gebieten werden Männchen auch ungezogene Maulwürfe genannt. Das ist übrigens eine Anspielung einmal für zwei. So nebenbei. So. Umgebautes Rentier. Irgendjemand hat dieses zarte Rentier verändert und es aggressiv gemacht. Gottesanbeterin. Seine aggressive Pose ist so einschüchternd, dass du dankbar bist, dass er nicht gerade groß ist. Geistige Maus. Diese Maus packt alles und jeden weg, sogar seine Sorgen und Verantwortlichkeiten. Laufender Busch. Heilt hinterweise Leute, die verletzt sind, ob sie es wollen oder nicht. Aber sein Name ist etwas fraglich. Roma. Kartoffelkäfer. Sie sammeln sich zu Gruppen, um sich vor Feinden zu schützen. Sie greifen stolz alles an, was schwächer erscheint. Wildes Wildschwein. Sein Gesichtsausdruck knurrt. Zahme Wildschweine verdienen es nicht, Wildschwein genannt zu werden. Ah ja.
Felslizard. Wenn er sich nicht bewegt, sieht er wie ein Stein aus. Wenn er sich bewegt, sieht es immer noch wie ein Stein aus. Ein bisschen unten. Titani. Ein sehr orthodoxer Titani, berühmt wegen seiner Personalität, aber nicht für seine Stimme. Glasadler. Sieht es vor, Fleisch roh zu essen, aber auch gefallenen getrockneten Fleisch hat er gefunden. Er liebt auch Gemüse. Baum. Er hatte das Leben als Pflanze satt, also versuchte er es mit Laufen. Es gibt es keinen Weg zurück mehr. Megatrabe. Diese bösartige, mechanisierte Monstrosität war einmal ein freundliches Tier, bekannt als Drago. Wir können ja theoretisch mal versuchen einzuschläfern. Ja, das Ding klappt wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich glaube... Ja, der ist dagegen immun. So wie es aussieht. Zombie-Mann. Nicht einmal der Tod kann ihn vom Umherwandern stoppen. Er greift Menschen an, während er sich nach neuem Leben sehnt. Zombie-Frau. Siehe Seite zum Zombie-Mann für ihre Beschreibung, weil sie sich sehr ähnlich sind. Der Schreiber ist ganz bestimmt nicht voll. Zombie-Hund. Er kaut auf seine eigenen Knochen statt auf einen Snack. Sein charmantester Punkt ist ein herabhängender Augapfel. Warum auch immer. Und Billys Grab. Wäre es nicht einfacher, ein Grab zu besuchen, wenn es zu dir kommt? Nein, warte, das wäre gruselig. Abgetrennter Blutegel. Wenn er sich mal festklebt, geht er nicht so leicht wieder los. Und auch wenn du ihn wegkriegst, sind die Rückstände widerlich. Rückgratloser Hummer. Eine übergroße Krabbe. Diese großen Klauen sind so geschickt, dass man damit ein Schaf scheren könnte. Stinkender Geist. Einige Geister in Ossoe sind verständnisvoll und gutherzig, aber diese hier sind die altbekannten Bösen. Spinne! An dieser Spinne ist überhaupt nichts Besonderes. Sie ist nicht giftig und hat auch keine anderen Vorzüge. Ich hab gedacht, da hat der Text mir reingepasst. Ja, dann, Kacke, ich wollte eigentlich gerade weg. Ja, ist sehr gut. Ist auch. Oh, ja, muss ich in die heiße Quelle. Ja, ist sehr gut. Kommt, deine Mutter hat dich nicht mehr lieb. So. Blödes Mistvieh. Ja, wo kannst du in die heiße Quelle? Dann gucken wir uns das Rest in dem Raum um. Und mal gucken, wie weit ich heute komme. Wahrscheinlich nicht allzu weit, weil ich jetzt schon die 8 Minuten in Battle Memo verschwendet habe, aber was soll's. 5 Stunden Spielzeit. Uiuiuiui. Ja, jetzt bin ich in den Geist reingerannt. Und tschüss. So. Nicht so mega viel HP verloren. Wie sieht es eigentlich HP aus? Ja, ist doch noch ein bisschen. Was ist damit hier drin? Spinnen? Geister? Ach du Scheiße. Ja, ne? Ich glaube, ich will erstmal die Spinne loswerden. Na, es sind ja auch noch mit so einer Kacke an, das ist nicht gut. Was soll ich hier machen? So. Alter, der Kampf, der war hart. 75 EP. Nur. Naja. Ah, verdammt, ja. Komm, fickt euch doch.
Ist er weg. Das ist sie. So. Jetzt muss ich da schon wieder runter, ne? Obwohl, ich gehe da nicht runter. Da ist eh nichts außer ein paar Kämpfe und das war's eigentlich auch schon. Da ist nichts Wichtiges, sagen wir mal so. Jedenfalls noch nichts Wichtiges. Deswegen lassen wir das einfach mal bleiben. Ist da ein bisschen voller. Wenn ich da deren Kombo her könnte, ne? Oh, gut, okay. Oder er macht so viel Schaden, dass sie schon tot sind. Weil die nicht so viel Dingens HP haben. Und Schuss. Und Schuss. Ja. Das ist zwar schön, relativ viel einfach HP. 155. Was kommt jetzt? Ach, es kommt der rum. Hier. Alle Kamine in diesem Schloss sind über einen Geheimgang miteinander verbunden. Sag das aber ich den Geistern. Die Standuhr funktioniert nicht mehr. Also, wusst du, dass sie was ist? Ein künstlerischer Geist greift plötzlich an. Das ist hier ein bisschen blöd, deinen Rhythmus rauszufinden. Aua. Sprache leidenschaftlich über Kunst, das hat die Schwierigkeiten beim Verstehen. PKI ist Alpha, willst du mich verarschen? Aua, du Arschloch. Ganz vergessen, dass der Psi-Counter. Counting. Schickes Bandana. Geht damit mit der Scheiße. Braucht kein Mensch. So. Gut, mehr Verteidigung ist immer gut. Vor allem, wenn wir jetzt hier gegen kämpfen müssen. Der Fleisch. Das war eine normale Verschwendung, aber scheiß drauf. So, bevor ihr mich zuerst angreift. Etwas Geisterrüstung. Aha. Die Geisterrüstung schlug zu. Ja. Stürmte sich an. Ja. Suchte cool auszusehen. Stürmte sich an, ja, ist ja gut. Ist die Kombo von dem Ding. Keine Kombo nicht. 72 EP, ich muss ja gegen die kämpfen. Für die EP, ah, jetzt haben wir schon mal einen Freiangriff, das ist gut. Das, was ich jetzt mache, ich sollte es mal mehr benutzen. Drückt da so einen Rhythmus und er reagiert nicht. Sonders. Müssen wir mich doch verarschen. Ach, das klappt's nicht. Geht doch. Muss das sehen. Also irgendwie, ich habe auch teilweise das Gefühl, dass
ich gleich mal hingehen, dass der Delay wieder da ist und ich weiß nicht, wie ich den wegkriege, ehrlich gesagt. Nee, egal, eigentlich sollte der Master eigentlich gar kein Dinges haben. Input-Lag. Das klingt gerade mal ein paar komisch hin. Auch nur weil ich gerade versuche irgendwie in Rhythmus, den ich mir gerade gemerkt habe, zu tippen und nicht geil, wo das Bum, 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 Bum vom Dinges war. Vom, ne? Ja, super. Vom, wie heißt es, vom, was müsste ich umrennen, wenn ich die Ischelmann hätte, also echt mal, vom Herzschlag, weil der bringt mir halt nichts, weil der Input-Lag einfach da ist, auch wenn er nur minimal ist, aber das ist fast unmöglich, da Kompass ordentlich zu landen, auf normalen Wege. Das war auch der Grund, warum ich ursprünglich mit dem 16-Hit-Code spielen wollte, damit ich diese Probleme mit dem scheiß Input-Lag nicht habe. Und ich irgendwann halt das Problem habe, dass ich 50 nochmal grinden muss, weil ich zu schwach bin, weil diese blöden Kombos bei mir nicht funktioniert. Ich wollte gerade ignorieren, aber ich bin dagegen gelaufen. Okay. Tschüss. USB. Okay, weg. Oh, danke. Ah, hier sind wir jetzt. Hör dir mal den Sound meines Kollegen an dem Klavier an. Er ist großartig. Er bewegt. Er ist herzzerreißend. Er ist andeutend. Andeutend. Ja, jetzt, er ist auf Englisch. Even if you forget, there's one more on my back, it ain't a trick. Ich kann nicht singen, I never forget you. In my lonely room, you regret. Baby, believe me, and I say, don't attach anything to the walls of this room. Like mosaics or walls they built. No wall staples, ich kann nicht singen. Das war jetzt sehr peinlich, aber egal. Du bist ein normaler Mensch, oder? Du. Genau, du bist nämlich dieser Art normaler Mensch. Wein ist das Wasser des Lebens. In diesem Schloss bin ich derjenige, der am meisten weiß. Die Geister lieben es, durch Essen durch unseren Geist gleiten zu lassen. Ja gut, das ist jetzt ein Wortspiel. We ghosts love it to pass food through our spirit, heißt es nur auf Englisch. Ja, eher sowas wie durch unsere Materie oder so, würde ich eher sagen. Vielleicht. Nach mir Sinn. Möchte auch was zu essen? Nö. Verdammt, Mr. Claire hier im Schloss schmeckt genauso wie bei Mama. Probier's mal. Also die Dialekt habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ups. Eine brutale Kakerlake, hallo. Oh, okay. Ich habe sogar gewonnen schon mit dem Kombo. Ist ja nice. Nussbrot. Ja, nice. Bei Geschenken mit blauen Schleifen sind besonders tolle Dinge drin. Karten. Das sollst du dir merken. Das öffnete das Geschenk. Das fand eine Skizze von Osori. Sehr schön.
Bringt mich da bloß nicht, weil ich eh weiß, wo ich lang muss, aber ja. Eben wäre Bububu Norton Naples. Ich habe den Text noch nicht zu 100% drauf, aber es ist trotzdem ein schönes Lied. Ja, so, dich machen wir jetzt mal von hinten fertig. Okay, Smash geht auch das da, ja. Kannst du ruhig gerne gegen die Wand smashen, das ist vollkommen okay für mich. So, nehmen wir mal Nussbrot. Das sollte aber auch reichen. Ja, komm. Und dann mache ich den Kampf hier noch und dann. Ey, schönes Untersuchung, danke. Und dann. Ja, das Vieh ist ein bisschen mies. Deswegen, ich weiß bloß nicht gerade nicht, gegen was er empfindlich ist. Ich probiere mal einzuschläfern. Geht das? Ja, geht. Gut. Ja, genau, wegen deswegen. Versprüht ätzende Flüssigkeiten. Heilen hier, bevor ich hier irgendwie verrecke. Das muss nämlich nicht sein gegen das Viech, weil so schwer ist der nicht. Wenn man ein bisschen unvorbereitet dran geht und ne? Okay, gut. Ich wollte ihn gerade noch mal einschiffern, aber habe ich den doch nicht gebraucht. Sportbombe, sehr schön. Ich habe im Griff den Endboss sie gebrauchen vom Kapitel. Dementsprechend, was auch immer hier so läuft, was sich hinköchelt, seiner Farbe und Geruch sollte man am besten nicht beschreiben. Okay. So. Die Geister hier schmeißt jeden einzelnen Tag eine Party. Ich schaffe es aber einfach nicht reinzupassen. Das ist einfach nicht so mein Ding. Quietsche quietsch. Viele der Geister hier sind eigentlich ziemlich freundlich, was? Das ist nicht gerade etwas, was man normalerweise erwartet. Hallo, danke, was ich bearbeitet. Oder blöde Dings. Ich will auch klettern. Blöde, Kollisionsabfrage. So, war ich nicht irgendwo mal ein Frosch oder so? Du könntest wahrscheinlich mit einer Seilschlinge das Loch überwinden. Frag nicht, wo hier ist. Es gibt hier nur ein hier. Doch, es gibt zwei hier. Entweder unten oder nach links. Aber er meint nach links. Okay. Welches Geschenk davon weiß ich nochmal? Ich weiß, dass ich noch einen Rübsen. Danke für nichts, Spiel. Sollte man das eigentlich mal merken, wo was ist, ne? Naja. So, das kommt weg. Dann sollte ich jetzt gleich nochmal hingehen. Hier irgendwo eine Secret Passageway. Zufällig. Da komme ich mal. Danke. So, da. Und der Fall, ja. Muss ich da den ganzen Weg gleich nochmal latschen in der neuen Aufnahme, aber wisst ihr, wie ich dann mal vorgehalten. So. Ja, gut, Leute, ich speichere jetzt und mache für die Folge erstmal Schluss. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Mother 3. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss.